Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 2 Episode 2. Wir sind hier, nachdem Alex Vance scheinbar fast getötet wurde, aber im Sterben liegt, sind wir hier in einem Aufzug, der noch von der Brechstange hier gehalten wird. Die nehmen wir mal raus und schauen, wo uns das Ganze hinführt. Okay. Jetzt sind wir also wieder alleine. So, und kämpfen uns hier etwas durch. Das ist übrigens in dem Spiel nicht unüblich. Beziehungsweise war ja schon im ersten Teil so, dass man immer wieder alleine und dann zu zweit war. So. Hier ist eine Maschine mit Zahnrädern. Und das wird ein Aufzug sein nach oben. Und hier drüben ist ein Verbrannter. Das geht bestimmt doch irgendwie hier hoch. Bin da bestimmt irgendwie dran. Ist hier irgendwo eine Öffnung? Nein. Dann kommen wir wahrscheinlich von der anderen Seite nochmal rein. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, wo wir uns mit diesem Aufzug hier bewegen können. Gut, okay, er fährt wieder runter, wenn wir loslassen. So. Ich würde sagen, das ist der Ort, an dem wir hin mussten. Und hier finden wir jetzt eine Waffe und Munition. Und wie ich mir gedacht habe, oh, hier hängt was von dem. Ist hier nach unten. Und da ist auch eine Ameisenlöwe. So, der ist noch da. Da bin ich mehr als sicher, jetzt habe ich ihn auch gehört. Die auf dem Boden liegen, mich blockieren. Das ist halt wirklich. So, jetzt haben wir auch die Energie eingesammelt, die ich vorher gefunden habe. So, wir wollen hier wirklich rein. So, dann wollen wir mal hier runter gucken. Das war wahrscheinlich wieder so ein Portalsturm. Schwarze Headcrab. Es ist sehr schön, wie sie hier die einzelnen Sachen nach und nach kaputt gehen, wenn man da drauf steckt. Und das war die schwarze Headcrab. Eine Ameisenlöwenlarve. Okay, schauen wir mal, ob die Mama kommt, wenn ich schieße. Nein, sie stirbt nur. Durch dieses Gitter kann ich nicht durchschießen. Aber so. So, und hier ist tatsächlich nichts. Ich muss hier hinein. So. Ich verliere jedes Mal hier so was. Ah, diese Larvenkugel, diese kleine Kugel, die die verlieren, die gibt mir Lebensenergie. Ich kann hier einfach platt trampeln, okay? Sorry, da bin ich ein wenig vorbelastet.
Ameisenlöwen. Ich hätte zwar gerne einen als Haustier, wie gesagt, aber nur, wenn ich auch die Ferropods dazu habe. Ansonsten. Das geht nicht. Aber das geht sicher. Das auch. Das heißt, wir müssen noch nicht mal Munition verbraten, wenn sie an der Wand hängen. Sofern wir drankommen. So. Dann würde ich sagen. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, das, was aus diesen Larven wird. Das ist quasi die stärkere Form eines Ameisenlöwen. Umso mehr Grund, diese Larven nicht hier liegen zu lassen. Gut, hier kann man nicht durch. Wir erinnern uns, im ersten Teil ging das Karton hier so durch. Und durch solche Spinnennetze. Ich weiß nicht, ob wir da noch mal hinkommen. Von daher probiere ich jetzt mal das hier. Nicht schlecht. Ah, das war eher schlecht. Ich glaube, die sind alle hinüder. Hinüder. Ah, das ergibt eine Kettenreaktion, okay. So. Dann schauen wir mal. Ist hier irgendwas? Es reicht, sie einfach nur zu berühren, dass sie wegfliegen. Und hier sind wir auf der anderen Seite von dem hier. So. Das ist scheinbar nur ein Bonusbereich, denn hier ist nicht wirklich irgendwas. Also, ja, so, wir müssen irgendwie wieder zurück. Das wird wahrscheinlich hier durch sein. Das ist schon mal gut, dass der Schuss dafür ausreichend ist. So, sind die da? Ja, da ist er schon am Hüpfen. Okay, die können auf diesen Netzen laufen. Ich probiere die jetzt nicht. So. Die sind interessanter. Die sind nämlich gefährlicher. So. Wo ist er? Der Spucker da drüben. Einmal in der Luft zermatscht. So. Dann wollen wir mal weiter. Okay, und hier unter der Erde ist.
Unter der Erde, unter dem Wasser ist auch noch etwas Munition. Und da hinten sind auch noch normale Ameisenlöwen am Werk, die gerade irgendetwas zerfleddern. Und scheinbar müssen wir da auch lang. So. Sehr schön. Die sind Fliegennetz hängen geblieben, Fliegenfinger hängen geblieben. Auch wieder ein Zeichen, dass die sich nicht gegenseitig ignorieren. Die verschiedenen Aliens. Ja, da war er schon gefangen. Das war jetzt ein unnötiger Schuss gewesen. Aber hier. Ah, okay. Die überleben aber die giftigen Ameisenlöwen nicht. Die sind eben giftig, auch für die, das ist sehr interessant, auch für die Barnacles, für diese Kletten, sind die Säureameisenlöwen, die hier giftig heißen, auch giftig. Interessant. Wer trinkt der jetzt? Ah, das hat getroffen. Die sind tatsächlich hier drin ertrunken. Ja. Das Wasser ist für die Ameisenlöwen nicht gut. Gut, dann können wir hier mal gucken, ob wir unter Wasser etwas Interessantes finden. Nein, natürlich nicht. Aber wir konnten einen weiteren Ameisenlöwen in das Wasser locken. So, der kommt wahrscheinlich daher, wo wir hin müssen. Ah, das ist mit einer meiner Lieblingswaffen tatsächlich. Die hat zwar nicht so einen schönen Stil wie die, wie das Alien, was man füttert. Oder so. Aber sie ist für mich ziemlich gut zu handeln. Sprach er und schoss daneben. Aber tatsächlich eben, wenn ich die Zeit habe zu zielen, kann ich damit die Gegner one-hitten. So, ich schon mal mopieren, ob ich Munition oder so liegt. Nein. Dabei laufen mir die Larven platt. So, den Durchgang hier machen wir einfach mal so auf. So. Jetzt lädt er natürlich neu. Ich wollte gucken, so wie es runtergefallen ist, könnte unter uns ein Durchgang sein können, sodass wir jetzt runterfallen und direkt jemand uns von hinten angreifen kann. Deswegen habe ich mich im Fallen gerade gedreht. Da ist aber tatsächlich nichts. Vortal Coil. Ich gehe davon aus, dass das ein Körperteil von den Vortigons ist. Um genau zu sein, gehe ich davon aus, dass es dieses Ding ist, was ihnen aus dem Bauch heraus wächst. Gordon Freeman. The Vortigon said he was on the way. Dr. Freeman, Alex Vance is over here. The Vort's trying to patch her up. Das ist gut. So. The Vort. Es ist nur einer hier. Freeman. The Alex Vance clings to the mountains. My kin are still some distance away. For now, we must not be disturbed. Yeah, well, okay, jetzt müssen wir sie beschäftigen. As long as you're down here, Freeman, maybe you can give us a hand. Let me show you how the antlion sensors work. Got some supplies over here if you need them. Health and ammo, that sort of thing. Das ist eine Beschützenmission. Der winkt mich hier rüber, ja, ich bin da. This sensor will light up if an antlion's coming down this tunnel. More lights mean more antlions.
When a tunnel lights up, we move a few turrets in front of it. Pretty simple, eh, Doc? Hey, Doc. On your way here, you weren't followed, were you? Don't listen to him, Doc. We're on edge because this place is riddled with antlions. The Vort says as long as we don't step on their grubs, they shouldn't hear us this far from the nest. Yeah, well, that's a theory I'd rather not test. We're down to our last two turrets, and even these are held together by baling wire and duct tape at this point. Nice to have them in a pinch, but I wouldn't exactly trust them with my life. Hey, Griggs, you might want to show Dr. Freeman where we keep the supplies, huh? Genau, oh, yeah. Wo ist denn down there by the Vort. Everything you need for doctoring. Okay, habe ich schon eingesammelt. They're coming. One light. Let's move. We have to defend the Vort. So, die Türme. Das ist noch vergleichsweise einfach. Natürlich kommen sie am Ende aus allen drei Höhlen, ist ja klar. Also für diesen Angriff brauchen wir noch nichts tun, das kriegen die beiden Türme von allein hin. Ja. Over here, Jackley. We got the breach. We'll be okay as long as they stick to one tunnel. Dr. Freeman, you take care of the turrets. Sie werden natürlich nicht nur zu einem Tunnel sticken, so. Geht er doch einfach weg. Der hat es fast rausgeschafft. Und hier sieht man dann auch, dass wir die Minen später hier noch einsetzen müssen, weil ansonsten das einfach nicht ausreicht. No offense, Freeman. The things were pretty quiet until you showed up. Ja. Swarm at 24! Come on, let's go! I'm coming! Da sind schon zwei Lampen an jetzt. Hier haben wir eine Turret. Und hier ist die nächste. Gehen wir mal oben rum. Das hat zum Glück gereicht. Gerade so. Mal her und lege hier noch eine Mine hin. So, hier. Hier. Weil das jetzt noch ausreicht. So. So. Hier am Rumnögeln. So, ich soll mich um den Tunnel hier kümmern. Aber stattdessen helfe ich jetzt eher denen. Genau das. So, die kriegen das von alleine hin. So viel zum Thema We are handling. 36. Jetzt handeln sie es auf einmal, aber vorher, naja. Das ist jetzt genau die Stelle, wo sie von überall kommen, genau. Hier ist die Mine scharf.
kommen sie mit denen. Das ist immer am Anfang, wo sie nicht mit denen klarkommen. Und dann. So. Kommen die meisten, also mache ich da die beiden Türme hin. Sehr beeindruckend, das hat immer gar nicht funktioniert. Aber solange der Wortigon unerstört bleibt. Denn ich, wenn ich getroffen werde, wackele ich total hin und her, was natürlich auch realistisch ist. Ich habe natürlich nicht kapiert, dass sie das hier mit The Breach meinten. Und bin daher vollkommen mit meinen Turrets vollkommen in die falsche Stelle gegangen. Genau, sie kommen von überall. Entschuldigung. Und jetzt muss ich einmal nach hinten, um hier die Munition nachzuladen. Oh nein, das tust du nicht. So, wieder nachladen. Bleib hier unten. Unten schnapp mir die, die durchkommen. Geladen habe. So. Das haben wir gerade so überlebt. Und jetzt kommen natürlich noch mehr, ist ja klar. Genau. Look alive. Schau lebendig aus.
ready. Three lights. This is gonna be bad. Oh, da kommt die Wattigon-Verstärkung. We killed many antlions. Yet many more remain. We must attend to the Alex Vance. Genau, sie ist da unten. No time. More antlions approach. We shall quiet them. Okay, die scheinen uns jetzt zu helfen, die Ameisenlöwen zu besiegen. Schaden nehme und weiß nicht woher ich keinen Gegner sehe. Das sind die neuen starken Turrets. Die drei Vortigons, die auch von alleine rumlaufen können. Gewesen zu sein. Ich spreche mal ab. Genau. Alex. Her injuries are grave. This will necessitate deep submersion in the Vortessin seed. We require the larval extract. Oh, yes. The extract. Yes. I will make the journey to seek the extract, deep within the nest, in the sacred nectarium. But I cannot hope to bring it back alone. We must remain to keep the Alex Vance alive. Please, Freeman, join me. Yes, take yes. There is no finer kein Problem. Well stated. Was ist hier eben explodiert? So, ja, ich komme jetzt gleich mit. Ich mache eben nur schnell die Abmoderation. Denn wir nähern uns schon wieder der halben Stunde. Okay. Ja, ja, gleich. Das Spiel wartet ja sowieso auf mich. Also, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Nächste Woche sehen wir dann also, was das mit diesem Nektarium und Larvenextrakt und so weiter auf sich hat. Also bis dann. Ciao, miau.